Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint, die wahrscheinlich erstmal vorletzte Folge. Wir sind mit dem letzten Nebeneinsatz hier beschäftigt und wir müssen hier anscheinend erstmal die Aufklärungsdaten lesen. Personalbericht. Ah, das hier mussten wir lesen. Das ist die Karte des toten Wissenschaftlers. Sie zeigt die Umrisse verschiedener Testgebiete und Drohnenanlagen im Sperrgebiet 01. Die vertrauliche Karte, Teil eines Protokolls für die neue Software der Amon-Drohnen, belegt geheime Tests, die außerhalb des Sperrgebiets durchgeführt wurden. Werden. Okay. Gehen wir dahin, sammeln dort den Aufsatz ein und dann gehen wir in die Richtung. So, und wir bleiben hier so quasi jetzt im Ubisoft-Universum. Wir haben jetzt ja hier Ghost Recon Breakpoint dann fertig. Und wie schon angekündigt, werde ich als nächstes das Division, den ersten Teil von Division spielen, das was in New York spielt. Und da muss ich mich mal korrigieren, weil ich glaube, ich meinte ja, dass das Spiel 2014 rauskam. Das war falsch. Das Spiel kam sogar tatsächlich erst 2016 raus. Ich habe echt gedacht, dass das Spiel erst 2014 rauskam, also schon ein Ticken älter ist. Aber erst 2016. Ich meine, das ist auch schon ziemlich alt mittlerweile, klar. Aber ich dachte halt, dass es noch älter ist. Aber gut. Wir nehmen uns einen Helikopter, ganz gemütlich. Und sammeln die Sachen ein. Keine Kiste. Okay. Oh, und hier haben wir wieder einen Behemoth zu erledigen. Der hat richtig Bock. Ich finde echt keine besseren Waffen mehr, ne? Nur eine bessere Pistole, aber das war's dann auch schon wieder. Ich glaube, wir haben so langsam echt die Grenze erreicht. Wahrscheinlich kriegst du dann nur noch Sachen durch die Events, was besser ist.
Oder vielleicht durch den Raid, kann ich mir vorstellen. I don't know. Irgendwie so in der Art und Weise wird es schon sein. Ich hau mal lieber jetzt hier ein Sturmgewächel rein. Dass wir mit Granatenwerfer draufballern können. So. Charlie runter. So läuft der Hase. Oh, mehr ist es nicht gewesen, oder?
gibt es nicht. Zurück, zurück! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh mein Gott. Also diese Mark III Behemoths, Alter, die tun ganz schön gut sacken, ohne Scheiß. Die fressen wesentlich mehr Munition. Holy die moly. So, wir müssen auf jeden Fall ganz dahinter. Zum Gold Trail Testgelände. Gehen wir von hier aus. Aber gegen Ende hin dann doch nochmal zwei Behemoths abgeschlachtet. Auf ganz entspannt. Okay. Scheiß Stick Drift, Digga, der geht mir so auf den Sack.
Unfallbericht. Vor kurzem kam es zu einem tödlichen Drohnenunfall. Sentinel und Skell möchten Sie daran erinnern, dass Nachlässigkeit am Arbeitsplatz zu tödlichen Verletzungen führen kann. In diesem Fall versäumte es ein achtloser Ingenieur, die zahlreichen Bugs in seinen Zielsystemsoftware anzuerkennen. Dies führte zur ungewollten Verbreitung von Malware über den Server und zum Schießstand. Denken Sie daran, Sicherheit ist unser wichtigstes Anliegen. Alles klar. Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, denen ist doch eigentlich alles scheißegal. Oh Scheiße, oh Scheiße. So, das war die letzte Nebenquest, ne?
Alles erledigt. Erledigt und erledigt. Okay. Was haben wir denn hier noch? Patrouillengebiet. Es gibt jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nichts mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte eigentlich schon, bevor wir jetzt diese ganzen Nebeneinsätze, die wir hatten, schon da wollte ich jetzt eigentlich schon aufhören, ne? Aber ich habe mir jetzt dann doch noch ein bisschen durchgerungen, dass wir die Nebeneinsätze zumindest auch fertig haben. Jetzt heißt es halt Aufsätze hier einsammeln und halt Küsten generell, ne? Das wäre jetzt das, was noch übrig wäre. Werde ich in dem Fall nicht mehr tun. Folge fällt jetzt dementsprechend auch ein bisschen kürzer aus, aber ja. Im Großen und Ganzen haben wir eigentlich alles gemacht. Es wäre jetzt halt wirklich nur noch stumpfes Rumfahren, Kisten einsammeln. Und darauf habe ich persönlich keine Lust. Ja. Wir sind ja auf jeden Fall im Tom Clancy's Universum nicht fertig. Wie gesagt, als nächstes machen wir Division 1. Irgendwann werden wir dann auch noch Wildlands angehen. Die erste Reise quasi von Nomad in Bolivien. Da werden wir irgendwann auch noch rein sneaken. Aber ich habe jetzt ganz große Lust, Division 1 zu machen. Das wird das nächste Projekt. Wird wahrscheinlich zeitgleich laufen. Ich werde einfach die Folgen ballern. Und ja. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, war Ghost Recon Breakpoint eigentlich ein ziemlich geiles Spiel. Die Erkundung ist halt in typischer Ubisoft-Manier, jetzt so in den letzten Jahren zumindest, mit den RPGs von Assassin's Creed und sowas etwas übertrieben. Es ist schon sehr viel einzusammeln. Und es ging ja schon bei Origins los. Odyssey hast du dann gehabt, Valhalla, das wurde dann immer teilweise ein bisschen schlimmer. Darauf verzichte ich jetzt aber hier in Breakpoint, weil ich einfach nicht mehr so große Lust gerade aktuell habe. Aber wir haben ja alles fertig. Die wichtigsten Sachen sind alles erledigt. Hauptstory mit Episode 1 fertig. Dann hier Deep State. Auch fertig mit Dingens, mit dem Sam Fisher, die Geschichte hier mit dem Pharaoh. Und dann haben wir hier Episode 3, Red Patriot, auch fertig. Alles erledigt. Nebenaufträge sind erledigt. Es gibt, wie gesagt, noch diese Events. Werde ich aber jetzt zumindest nicht mehr machen. Falls es noch irgendwas Wichtiges gäbe, könnt ihr das ja auch gerne unter dem Video hier schreiben in die Kommentare. Und vielleicht irgendwann mal, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, können wir uns ja dann immer noch vielleicht mal ein Event angucken. Vielleicht sneak ich dann hier nochmal rein. Aber das ist jetzt kein Versprechen oder so. Und ansonsten, Hauptstory war okay. Es ist jetzt kein Titel, wo ich sagen würde, wow, unglaublich krasses Spiel oder so. Aber es hat Spaß gemacht. Das meiste, was mir hier wirklich Spaß gemacht hat, war das Gameplay. Die Waffen, die Ausrüstung generell, wie man sich anziehen konnte, das war sehr realistisch. Und dieses Rumgesniege, Leute ausschalten mit Nachtsicht und die ganzen Aufsätze und sowas, das war echt geil. Gameplay hat mir am meisten Spaß gemacht. Größtes Manko beim Gameplay fand ich mal das Fahren von Fahrzeugen. Das war echt furchtbar auf dieser Insel. Mit dem Geländer und das alles drum und dran. Ja, aber im Großen und Ganzen ein solides Spiel, hat Spaß gemacht und ja, ich habe es jetzt das erste Mal richtig durchgespielt mit allem. Und wie gesagt, Spaß hat's gemacht. In diesem Sinne nochmals erwähnt, falls es irgendwas noch gibt, schreibt das gerne in die Kommentare, dann können wir uns das immer noch in einer weiteren Folge eventuell angucken. Und ansonsten war es das erstmal mit Ghost Recon Breakpoint. Wir haben jetzt irgendwas knapp an die 60 Folgen oder sowas. Wenn wir es mal so aufteilen, könnte es das Zweifache, wahrscheinlich sogar Dreifache sein. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben fast eine Stunde immer pro Part. Manche machen 15, 20 Minuten pro Folge, das wären dann noch mehr währenddessen. Da wären wir bei 180 Folgen oder sowas. Aber ich mag das eher so Longplay-mäßig, dass die Folgen länger sind. So kann man das auch besser abarbeiten. Ich schneide das auch gar nicht viel. Das wird uncut, dann hochgeladen. Ist gemütlich. Und ja. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war das offizielle Let's Play zu Ghost Recon Breakpoint. Und wir sehen uns dann in Division 1, Agenten. Haut rein. Tschö. Achso, ganz kurz noch. Wir gucken uns die Mitwirkenden natürlich an. Jetzt zum Ende hin, dass wir hier nochmal es würdigen. Also haut rein, Leute. Euer Boltgamer YouTube. Ciao.